Was sollten Sie in Ihrem Bewerbungsanschreiben unbedingt weglassen oder auch im Lebenslauf nicht erwähnen? Davon handelt dieses Video, denn wenn Sie solche Dinge erwähnen, kann es Ihnen schaden und kann es zu Absagen führen. Und das können Sie vermeiden, indem Sie vorbeugen. Mein Name ist Martin Wehrle. Sie kennen mich vielleicht als Deutschlands bekanntesten Karriereberater. Die Spannung ist groß und gleich geht's los. Hier bin ich wieder und jetzt kommt schon der erste Punkt, den Sie in Ihrer Bewerbung weglassen sollten, im Anschreiben und auch im Lebenslauf, und zwar Elternzeit. Immer wieder höre ich in der Beratung die Frage, soll ich erwähnen in meinen Unterlagen, dass ich von der Zeit in dieser Firma zum Beispiel ein halbes Jahr in Elternzeit war? Klar, das könnten Sie theoretisch erwähnen, aber Sie müssen sich natürlich fragen, welche Signalwirkung hat es und welche Folgen für die Aussichten Ihrer Bewerbung. In vielen Firmen, da will ich ganz ehrlich sein, in vielen Firmen gilt ein Kind immer noch als ein Karrierehindernis. Das bekommen besonders Frauen zu spüren mit kleinen Kindern, weil die Firmen heimlich annehmen, entweder entscheidet man sich für den Beruf oder für die Familie. Dass beides unter einen Hut passt, wie ich es glaube, das sehen die Firmen oft anders. Das heißt, wenn Sie eine Elternzeit erwähnen, dann gehen Sie ein unnötiges Risiko ein, dass Sie solche Vorurteile um die Ohren geschlagen bekommen oder heimlich Opfer solcher Vorurteile werden. Darum würde ich diese Elternzeit nicht erwähnen. Sie müssen das auch nicht, weil der Arbeitsvertrag, der lief ja während dieser Zeit weiter. Es ist keine Unterbrechung des Vertrages im eigentlichen Sinne. Das heißt, Sie sind juristisch auf der sicheren Seite, wenn Sie es nicht erwähnen. Falls Sie mir jetzt entgegenrufen, ich möchte unbedingt mein Kind erwähnen, es ist mir wichtig und ich will authentisch sein, habe ich Respekt davor, dann würde ich Ihnen vorschlagen, erwähnen Sie es nicht einfach so, sondern führen Sie ein paar Punkte auf, wie Sie dadurch Ihre soziale Kompetenz zum Beispiel oder Ihre organisatorischen Fähigkeiten ausgebaut haben. Aber es ist mit gewissen Risiken behaftet. Ich komme auf den zweiten Punkt zu sprechen, den Sie weglassen sollten, und zwar eine Trennung im Unfrieden. Arbeitsverhältnisse enden ja meistens nicht aus heiterem Himmel, sondern oft kommt es zu Konflikten, entweder dass jemand entlassen wird oder dass man sich im gegenseitigen Einvernehmen, so nennt man das dann, trennt, was letztlich auch bedeutet, es hat hinter den Kulissen oftmals gekracht und man hat gesagt, es geht nicht mehr weiter. Das sollten Sie in Ihrem Anschreiben oder auch in Ihrem Lebenslauf nicht erwähnen, wenn es eine unfriedliche Trennung gegeben hat. Sie müssen ja keine Auskunft darüber geben, warum ein Arbeitsverhältnis zu Ende gegangen ist. Es sei denn, es ist eine natürliche Erklärung, wenn zum Beispiel eine Firma Insolvenz angemeldet hat, wenn es betriebsbedingt nachweislich Kündigungen gab. So etwas kann man erwähnen. Aber wenn es irgendetwas ist, was mit Ihrer Person zu tun hat oder mit Ihrem Verhältnis zum persönlichen Vorgesetzten, dann empfehle ich Ihnen, das im Anschreiben und auch im Lebenslauf erstmal wegzulassen, denn das könnte negativ auf Sie zurückfallen, weil die Firmenvertreter denken, wer damals bei dieser Firma Ärger mit dem Chef hatte, der wird bei uns ähnliche Probleme bekommen. Dritter Punkt, den Sie weglassen sollten, das sind Krankheiten ohne Berufsbezug. Ohne Berufsbezug, damit meine ich natürlich, wenn Sie in einem bestimmten Bereich anfangen, Sie wollen Pilot werden und Sie haben Höhenangst zum Beispiel, das geht natürlich gar nicht. Oder Sie haben eine seltene Krankheit, eine übertragbare Krankheit und Sie arbeiten in einem Bereich, in einem Krankenhaus, wo das dann zu Infektionen führen könnte. Das ist natürlich etwas, das müssen Sie erwähnen. Aber wenn Sie jetzt irgendeine Krankheit haben, egal welcher Art diese Krankheit ist, dann sollten Sie diese Krankheit nicht in Ihrem Anschreiben und auch nicht in Ihrem Lebenslauf erwähnen. Denn leider ist es so, dass wir in einer Gesellschaft leben und auch in einer Arbeitswelt leben, die von Funktionalität ausgeht. Und eine Krankheit wird gesehen als etwas, das die Funktionalität stört, das Sand im Getriebe ist. Ich persönlich halte diese Auffassung für falsch. Ich glaube, wir wachsen an Krankheiten, wir reifen an Krankheiten und wir sind keine Automaten, die einfach nur so funktionieren. Aber ich weiß, dass wenn zwei Bewerbungen nebeneinander liegen und einer schreibt, er habe eine Krankheit gehabt von einem halben Jahr und jetzt sei er wieder einsatzfähig und beim anderen ist von keiner Krankheit die Rede, dann wird eher der genommen ohne Krankheit, weil man von Rückfallrisiken und so weiter ausgeht. Ich finde, eine Krankheit ist eine private Sache und Sie sollten das nicht in Ihrer Bewerbung erwähnen.
Wenn Sie mir jetzt wiederum zurufen, ich will es aber erwähnen, ich will so echt sein, habe ich erneut Respekt davor, dann empfehle ich Ihnen aber, zeigen Sie erstens auf, was Sie aus dieser Krankheit gelernt haben, warum Sie an dieser Krankheit gewachsen sind und idealerweise zweitens, dass die Krankheit überwunden ist und dass sie Sie nicht weiter bei der Arbeit einschränken wird. Vierter Punkt, fehlende Fähigkeiten mit Blick auf die Ausschreibung. Das sollten Sie unbedingt verschweigen. Ich lese oft in Bewerbungsanschreiben, zwar bringe ich nicht den von Ihnen geforderten so und so Abschluss mit, aber dafür biete ich Ihnen das und das und das. Also was Sie nicht mitbringen, darauf sollen die Jungs und Mädels gefälligst selber kommen. Das müssen Sie in Ihrem Anschreiben nicht erwähnen, das ist nicht Ihr Job. Sprechen Sie über das, was Sie mitbringen. Zeigen Sie im Anschreiben auf, wo liegen die Schnittflächen. Sie suchen und ich biete. Das ist das Muster, mit dem Sie arbeiten. Sie suchen jemanden, der Erfahrung hat in diesem und diesem Bereich und ich bringe mit und dann zählen Sie Ihre Erfahrung auf. Was Ihnen fehlt an Erfahrung, das erwähnen Sie nicht. Sie können natürlich das, was Sie stattdessen haben, erwähnen, ohne den Mangel vorher genannt zu haben. Und jetzt kommt ein fünfter Punkt, den ich empfehle, nicht zu nennen, und zwar private Wechselgründe. Das habe ich schon oft in Vorstellungsgesprächen gehört, dass jemand sagt, ja, und in Ihrer Stadt habe ich mich beworben, in Stuttgart, weil dort meine Liebste wohnt, mit der ich vor einem halben Jahr zusammengekommen bin und jetzt wollen wir zusammenziehen. Das ist ja eine romantische, eine schöne Geschichte, aber der Arbeitgeber will doch nicht, dass er zufällig gewählt wird, weil Ihre Liebste in Stuttgart wohnt, sondern der will, dass Sie sich für ihn entscheiden. Der ist eitel. Das heißt, behalten Sie das mit der privaten Sache besser für sich und zählen Sie Gründe auf, warum diese Firma für Sie besonders interessant ist, warum Sie in diese Firma wollen. Wenn Sie mir wiederum entgegenhalten, ich möchte es aber erwähnen, dann erwähnen Sie es bitte am Rande als Argument dafür, dass Sie sich in dieser Region schnell einleben werden. Am Rande kann man es machen, aber im Mittelpunkt der Bewerbung, finde ich, hat diese fünfte Sache und haben auch die anderen genannten Sachen nichts verloren. Wenn Sie sich dafür interessieren, wie Sie eine richtig tolle Bewerbung schreiben, dann schauen Sie bitte meinen großen Videokurs Bewerben mit Erfolgsgarantie. Da ist wirklich eine Erfolgsgarantie drauf. Klicken Sie mal die kostenlose Probe an. Da lernen Sie die Martin-Werle-Methode für die Bewerbung kennen und auch ein großes Trainingslager fürs Vorstellungsgespräch. Ich bin gespannt, wie Sie damit erfolgreich sein werden. Wenn Ihnen das Video gefällt, bitte den Daumen nach oben weisen lassen. Teilen Sie es natürlich, darüber freue ich mich. Legen Sie Playlists an. Über ein Abo freue ich mich auch und am meisten freue ich mich, Sie hier wieder zu sehen. Ihr Martin Werle.